Freunde, wir haben uns heute mal wieder was Schönes für den Garten gezaubert. Ein paar Kugel-Teelichthalter und es geht eigentlich ganz einfach zu machen. Bleibt dran, wir zeigen es euch. Viel Spaß. Wir hatten uns vor kurzem diese tollen Kugelformen aus China schicken lassen. Ich muss mal gucken, wo die her waren. Ist schon wieder so lange her. Hier kann man ein Teelicht unten mit einsetzen. Wir haben uns gedacht, die gießen wir dieses Mal nicht mit einer keramischen Gießmasse oder mit einem Gießpulver, sondern wir arbeiten mal wieder mit Beton. Es ist Gartenzeit und dann kann man die schön im Garten stellen. Man kann auch draußen was machen. Wir arbeiten, ja, heute ist es nicht so heiß. Die ganzen Tage war bei uns hier fast 30 Grad und dann kann man mit Beton nicht machen. Wir arbeiten jetzt hier mit Beton für Kreative von Viva Decor. Da rühre ich mir jetzt erstmal was ein. Da brauche ich ja nur Wasser dazu, mehr brauche ich dazu. Alles andere ist da schon drin. Hier kann man das sehen, da sind so kleine Steinchen drin. Da ist Beton und Sand und Steinchen drin. Und wir müssen uns dann jetzt halt Beton anrühren. Da mache ich mir was in so eine Plastikschale hier drin. Und dann brauchst du ja keine großen Mengen. Ja, die hier. Das Schöne ist, dass es in diesen Eimer ist und hier richtig lange hält drin. Genau. Dass keine Feuchtigkeit ran kann. Genau. Und ich kann das hier einfach mit so einem großen Löffel inrühren. Große Sachen können wir einfach nicht mehr machen. Mich fragen viele, warum ich nicht mehr mit Beton arbeite. Also wir haben, beide krank sind. Wir haben so fast alles gezeigt, was man draußen an großen Sachen machen kann. Und diese großen Sachen könnt ihr einfach nicht mehr machen. Ich kann euch die immer mal wieder mit verlinken, dass ihr die findet. Wir haben so viel mit Beton gemacht, das kann man ja nicht alles gucken. Und so kleinere Sachen machen wir ja immer noch. Das geht immer noch. Aber mit so einem Rührer oder sowas, das schaffen wir wieder nicht mehr. Naja, das ist eine Alterssprage oder nicht? Ja, irgendwann hört das auf. Ja. Wir haben das vor 10 Jahren gemacht mit dem Beton. Also wir sind jetzt langsam zu alt. Ja, schade, ja. Aber es ist so. Wir müssen auch die Wahrheit ins Auge gucken. So, rühren wir jetzt an. So, ich habe ja jetzt hier meinen ersten Beton eingerührt. Ich weiß ja nicht, wie viel hier reinpasst. Aber es scheint eine ganze Menge zu sein. Jetzt kann ich den hier langsam einfüllen. Ist ja bloß ein kleines Einfüllloch da oben. Mal gucken, was man das da hinkriegt. Bisschen Gefühl, geschick. Ja. Alle Übung. Aber das ist ja nicht mal der Boden bedeckt von der Kugel. Sieht so aus, ja. Ich schicke wohl mehr an, oder noch. Ja, da muss er noch. Massenweise. Geht ja der ganze Eimer da hinten und hoch, ey. Ja, man unterschätzt das immer, ja, wie viel ja. darin passt. Ja. Aber eine Kugel, da geht halt eine Menge rein. Ja. Da muss man das immer so ein bisschen stubbern und schubbeln und hoch und runter, dass die Luftblasen rausgehen. Und ich rühre mir dann jetzt einfach nochmal was an. So, die zweite Mischung habe ich mir ein bisschen flüssiger angerührt. Also es muss nicht so ganz dick sein. Es darf kein Wasser drauf schwimmen, aber es kann ruhig cremig sein. Ja. Wie Pudding. Wie Pudding. Dann lässt es sich gut einfüllen. So, jetzt mache ich die Dinger erstmal voll. Das wird immer noch nicht reichen. Da gehen bestimmt 5 Kilo drin jetzt hier. Ach. In die drei Dinger? Ach. Wir lassen uns überraschen. Oder was? Ja. Ich habe meine drei Kugeln dann jetzt voll, da ist so ein halber Eimer ist drauf gegangen. Wenn man hier noch so ein bisschen schüttelt und stubbert, dann kommen hier ab und zu mal noch so Luftblasen hoch. Man sieht Gott sei Dank bei diesen Formen, ob da irgendwo größere Luftblasen sind oder nicht. Also theoretisch dürfte da ja nicht so viel irgendwie drin sein. Dieser Beton von Viva Decor hier, der braucht 2 Stunden zum Aushärten, dann könnte man das schon wieder entformen. Nach 24 Stunden ist er belastbar. Was heißt jetzt belastbar? Also auf dem Bau sagt man immer, kann man betreten, aber man solche Sachen betritt man ja nicht. Wenn man die jetzt nach 2 Stunden rausmacht, ja, belastbar, du kannst damit weiterarbeiten. Ja, also wir wollen ja damit wahrscheinlich auch noch weiterarbeiten. Und ich lasse das jetzt erstmal stehen und ich lasse das meistens über Nacht stehen. Damit mir da wirklich nicht noch irgendwo was. Gut, wenn der Kugel was rausbrechen, ist dann jetzt nicht so einfach. Aber wenn sie runterfällt? Aber wenn du andere Sachen so hast, dann kann dir was abbrechen oder so. Lass das ruhig immer in Ruhe stehen und aushärten. Und ja, und dann machen wir da. Ich verrate es noch nicht, werde ja gleich sehen dann. Wir haben das Ganze jetzt über Nacht stehen lassen, hat mir ja gesagt. Und jetzt haben wir die aus der Form rausgeholt.
Also man braucht ein bisschen Kraft, nach Möglichkeit ein paar Männerhände, die das rausholen. Also ich habe einfach nicht die Kraft in der Hand, um diese Formen zu biegen. Die lassen sich ganz doll dehnen. Also die gehen richtig schön weit auseinander, halten trotzdem die Form, die Stabilität. So, jetzt habe ich hier drei so eine Teelichthalter, ist doch wohl richtig cool. Könnte man jetzt bemalen, ihr könnt da diese Punkte drauf setzen und was weiß ich alles. Man kann mit Schablonen drauf malen, man kann da drauf sprühen oder stempeln oder was auch immer. Wir wollen aber ein bisschen mit Beton zum Kneten, kannst du das hier sehen? Mhm. Beton zum Kneten wollen wir ein paar Blüten drauf setzen. Das war so mein erster Gedanke, den ich so hatte, als ich die Dinger bestellt habe. Ich habe mir gedacht, da jetzt schön mal wieder mit Knetbeton arbeiten. Und Blüten und Blätter kann man von Hand machen. Ihr könnt aber auch Silikonformen benutzen, wenn ihr welche habt. Und da dann den Beton immer reinmachen. Und formen lassen durch diese Silikonform. Kann man aber auch von Hand machen. Ich habe jetzt hier ein bisschen zu flüssig. Mal gucken, dass man das so knetförmig hinkriegt. Also die Konsistenz muss man sich dann ausprobieren. Das steht hier drauf, ein Mischverhältnis. Aber ich mache das immer gerne mit probieren. Das muss so knet, für, also dass sich das kneten lässt wie Knete, so muss das werden. Immer mal ein bisschen entweder Wasser oder noch ein bisschen Pulver dazugeben, ein bisschen Beton. Und dann muss das knetbar sein. Und das lässt sich aber durch Wasser immer wieder, also wenn das jetzt ein bisschen fester wird, weil man jetzt da arbeitet und das stehen hat, kann man da ein bisschen Wasser wieder drauf geben, kann das wieder kneten und dann geht das wieder weiter. Also das ist jetzt nicht gleich verbraucht oder fertig, kaputt, sagen wir kaputt, nicht fertig. Nur weil es jetzt ein bisschen fester wird mal, kann man immer wieder aufarbeiten eine Weile. So 2 Stunden, glaube ich, kann man das immer wieder aufarbeiten. So, ich möchte dann jetzt so ein bisschen Muster drauf machen. Wie gesagt, mit Silikonform geht das alles einfacher. Man kann das aber auch von Hand formen. Ich habe mir gedacht, dieses Mal mache ich es einfach mal von Hand. Ich fange jetzt erstmal an, so kleine Kügelchen zu formen. So ungefähr, dass sie immer ungefähr gleich groß sind. Das wären dann so meine Blütenblätter. Und die kann man dann da einfach aufsetzen, aufkleben mit ein bisschen Wasser praktisch. Zeige ich euch gleich. Ich mache jetzt hier erstmal ein paar Blüten. Also dann habe ich mir hier ein bisschen Wasser auf dem Eimer gemacht. Dann setze ich mir, mache ich mir hier ein bisschen Wasser drauf, setze mir da die Kugeln hin, so wie ich die haben will. Meistens immer so 5. Drückt die ein bisschen platt, ein bisschen fest. Jetzt kann man sich entscheiden, lässt man die einfach so platt oder macht man da jetzt noch mit einem Holzstäbchen so ein bisschen Streifen drin, dass das so ein bisschen ja, noch ein bisschen Muster hat, die man dreidimensionaler wird oder so. Kann man sich ausprobieren, wie man will. In die Mitte mache ich dann meistens auch noch eine Kugel drin. So, das wäre jetzt eine Blüte. Dann kann man sich Blätter formen. Das kann man sich dann ausprobieren. Mal ein Stück ein bisschen flacher, mal ein Stück ein bisschen. Und immer wieder müsst ihr den Beton hier nass machen. Wo ihr das Blatt hinkleben wollt, setzt da das Blatt hin. Dann mache ich mir hier eine Seite so ein bisschen spitzer, die andere hier so ein bisschen platter. Mache mir auch wieder mit dem Stäbchen hier so ein kleines Muster drin. Wie so ein Blatt eben hat. So kann man denn weitergehen. Jetzt kann man da mehrere Blüten dran machen oder noch mehr Blätter. Ich mache jetzt hier mal noch eine 2. Blüte. Je größer der Teelichthalter wird, desto mehr Blüten kann man ja ransetzen bei dem kleinen hier hinten. Da ging bloß eine Blüte. Dort muss man sich halt ausprobieren. Jetzt habe ich viel zu viel Knetbeton angerührt. So, wieder nass machen, immer nicht vergessen. Nochmal die Stelle nass machen, da wieder die Kugeln draufsetzen. So, und dann zieht es nämlich an und dann klebt es auch schon. So, wieder ein bisschen platt drücken, formen. So, und so werde ich das jetzt weitermachen hier.
Bis du alle Kugeln voll hast. Bis ich alle voll habe, so wie ich mir das vorstelle. In der Mitte fehlt noch eine Kugel. Ja, die Kugel habe ich jetzt vergessen. Ja. Bis die Kugeln zur Unkenntlichkeit verstümmelt sind. Kugel drin. Also jetzt kann man hier noch weiter Blätter ransetzen. Aber ich würde die nachher farbig gestalten, die Blüten und Blätter. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen weiß drauf. Ja, da weiß ich ja. Ja, das kann man machen, wie man will. Man kann sie bunt anmalen. Man kann da so viel machen. Man kann sich da richtig ausprobieren. Wenn man die Lust hat. Ja, du kannst jetzt, wie gesagt, hier ungefähr so 2 Stunden kannst du arbeiten. Nicht, wenn es gerade 30 Grad im Schatten sind. Heute ist es bei uns hier kühl. Da sind bloß so 15 Grad. Da geht das immer alles schön. Bei 30 Grad im Schatten kannst du das vergessen. Dann macht sowas drinnen im Keller oder in der Garage oder so. Aber nicht draußen. Ja, das gefällt mir ja. Ja, bei der Kleine kann man immer wieder aufarbeiten. Das ist jetzt hier eigentlich schon ein bisschen fester. Und bei deinen Rosen machst du dann nachher 3 Blüten. Eine Blüte, 2 Blüten und 3 Blüten. Kommt hier noch ein Blatt da hin und da unten noch ein Blatt und dann ist fertig. Ja, da und da zwischen den Blüten und noch ein Blatt und dann machst du nachher. Aber wie gesagt, immer nass machen, das muss nass sein, sonst hält das nicht. Da kann das nächste Blatt hin. Das muss ja nicht so perfekt sein, immer alles. So, kann man hier auch noch mal ein bisschen formen, dadurch, dass man ja noch wieder Wasser am Finger hat und so. Man das noch ein bisschen formen, dann wieder die Muster drin. Jetzt einfach ein bisschen Zahnstocher hier. Das sieht man doch. Hier unten kann eigentlich auch noch ein Blatt hin, oder? Ja. Könnte, müsste aber nicht. Sieht man. Naja, doch sieht man. So, immer noch mal wieder aufkneten. Bei mir fängt eigentlich alles immer bei so einer mehr oder weniger Kugel an. Oder mit so einer Kugel an. Und dann kann man das formen, wie man will. Die Kugel alleine ist schon schön. Ja. Und jetzt kann man hier so immer lang hin gestalten, wie man Lust hat und wie viel man da haben will. Ich habe mir gedacht, bei dem Teelicht mache ich immer bloß vorne an einer Stelle so ein Muster hin, hier unten. Reicht jetzt immer, nein, reicht da an einer Stelle. Ja, weil man stellt das eh meistens so. Und dann hast du die Möglichkeit, eben eine Kugel stehen zu haben und eben eine Blüte zu stehen zu haben. Ja. Je nachdem, wie du hindrehst. Du kannst es ringsrum voll machen. Also wer möchte, kann es ringsrum voll machen, das ist kein Problem. Das hält da dran. Ich muss halt nur immer darauf achten, dass man sieht, dass das hier noch nass ist. Und dann so die Blattformen wieder. Das könnt ihr noch ängsten. Ja. Umso mehr du machst, umso besser wird das, was? Ja, das ist halt alles immer Übungssache. Das sage ich jedes Mal. Das ist immer Übung. Wenn man das eine ganze Weile, haben wir ja nun nicht, eine ganze Weile nicht mehr gemacht hat, muss man das erstmal wieder das Gefühl dafür kriegen und dann sieht das auch wieder gut aus. Und wenn eben das nicht gefällt, macht man es halt wieder ab, macht das nochmal neu. Das ist ja das Schöne an dem Beton, bevor der richtig fest ist, kannst du das immer nochmal neu machen. Kratzt das halt nochmal ab. Was fehlt mir da? Mache ich einfach eine Kugel drin. Was? Eine Kugel? Einfach eine Kugel drin. Das ist dann noch eine zur Blüte. Aha. Und nicht vergessen, nass zu machen und dann da die Kugel reinsetzen. So. Jetzt könnte man hier noch weitergehen. Nein, ja, könnte man. Noch ein paar Blätter noch hin. Oder noch so eine Kugel. Eine Blüte oder was? Ja, eine Blüte oder so eine, einfach so eine Kugel, wie du da eben gemacht hast. Dann mache ich lieber Blätter. Okay. Wie du möchtest. Für deine Fantasie. Du kannst ja eh nicht gegen machen, nicht? Ne, will ich auch gar nicht.
schaut mal, so sehen sie doch schon richtig gut aus, finde ich. Ist mal was anderes. Wir haben mal wieder ein bisschen was mit Beton gestaltet. Beton macht auch Spaß. Man kann das Ganze natürlich auch mit einer keramischen Gießmasse oder sowas machen, mit so einem Gießpulver, wo sie alle mitarbeiten. Und dann obendrauf als Deko noch diese lufthärtende Modelliermasse oder sowas nehmen. Für den Innenbereich ist das ja alles geeignet. Da kann man dann auch solche Blüten mit formen. Aber ich finde es mit Beton für den Garten richtig toll. Das kann man jetzt draußen stehen lassen. Aber man kann ja noch ein bisschen mit Farbe rangehen. So, und wenn das Ganze dann getrocknet ist, dann kann man da mit Farbe rangehen, hatte ich ja schon gesagt. Also ihr könntet jetzt entweder bunt malen, wie ihr wollt. In der Farbe, wie ihr wollt. Ich hatte mir gedacht, nicht wir, sondern ich. Ich hätte es bunt gemacht, weil dann macht es nur so anders. Weiß, rustikal haben möchte, dass man das so ein bisschen hervorhebt, dieses Motiv, was ich jetzt hier so drauf gemacht habe. Also das kann ja jeder selber entscheiden, will man das jetzt bunt haben oder will man das einfach nur so weiß. Ich finde es so schön. Oh, wunderschön. Hier durch in weiß. Ja, ist halt die Geschmackssache. Du kannst ja 10 verschiedene machen und dann kannst du dir überlegen, welche du schöner findest. Und die du scheiße findest, verschenkst du. Die verschenkst du dann einfach. Die anderen wissen ja nicht, wie die schönste aussehen kann. So, also ich finde es schön. Braucht man bloß einen schönen Platz dafür. Ja, wir haben dann jetzt einen Platz auf unserem Gartentisch. Da können die stehen und dann kann man sich abends eine Kerze anmachen, also ein Teelicht. Wenn man hier so sitzt, sieht doch richtig cool aus. Ist mal was anderes. Mal wieder selbst gemacht aus Beton für den Garten. Ich finde es schön. Probiert es einfach mal aus. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und coolsten Sachen, die wir finden oder machen. Die sehen richtig edel aus. Richtig hier. Edel, ganz einfach und edel. Na. Wirklich schön.